Herzlich willkommen zu diesem Special von Gamecheck mit den drei schlechtesten Spielen, die wir so gefunden haben. Eigentlich sollte das Video ja gestern schon kommen, bloß leider hatten wir ein ganz großes Problem mit dem Schneiden und der Spielrohr HD kann jetzt auch nicht mitmachen, weil ich jetzt nicht mal bei ihm bin. Also mache ich das heute allein und ich wünsche euch trotzdem viel Spaß. So, das erste Spiel heißt Car Driving Simulator 3D. Wir gehen mal rein. Also ich finde es jetzt nicht so gut, weil dieses Spiel ist erstens total verbuggt. Zweitens wird einem hier realistischer Damage versprochen. Jedoch kriegt das Auto manchmal extrem viel Damage und manchmal überhaupt nichts, wenn es eigentlich kaputt gehen müsste. Und das Auto kann halt nicht kaputt gehen. Hier. Egal wie Schrott es ist oder so, es kann immer weiterfahren. Und man kann auch durch manche Wände durchfahren oder... Und das ist, also das nervt mich eigentlich noch mit am meisten. Dort ist extrem viel Werbung drin. Also zwischendurch kommt immer zu Werbung. Und es ist auch so Werbung versteckt auf so Tafeln und so. Habt ihr auch schon am Anfang gesehen? Da stand auch irgendwas mit so einem Sniper-Spiel. Ich fahre jetzt hier kurz mal ein bisschen rum. Und das hier ist halt das Weltende. Man wird von so einem schwarzen Spiegel aufgefangen, der einen zurückwirft. Und hier, das meine ich zum Beispiel. Das ist auch schon wieder Werbung für dieses Sniper-Spiel. Was war das gerade? Und guck, wenn ich jetzt hier einfach so gegen die Wand fahre, passiert einfach nichts. So, wir fahren jetzt da hinten noch einmal, da müsste so ein... Ist da dieser Schredder? Ich fahre jetzt da einmal durch. Hier am besten. So. Aber trotzdem ist es nicht das schlimmste Spiel von dem, was ich euch heute zeigen möchte. Okay, es hat jetzt schon ordentlich Damage bekommen, aber es fährt immer noch komplett normal. Da ist keine Veränderung zu sehen. Und ich würde sagen, das war's mit diesem ersten Spiel, bevor wieder Werbung eingeblendet wird. Und wir sehen uns gleich wieder. So, und jetzt kommen wir auch schon zum zweiten Spiel. Mir ist aufgefallen, ich hatte vergessen, die Bewertung für das erste Spiel zu geben. Da wollte ich 1,5 Sterne geben. Und jetzt kommen wir hier zu Stickman Night in the Museum. Hier soll es eigentlich darum gehen, dass man diese Stickmans halt tötet. Aber ich verstehe nicht, wie das gehen soll. Weil man kann überall hinticken. Es passiert einfach nichts. Und ich würde von euch gerne einmal wissen, wisst ihr, wie dieses Spiel funktioniert? Weil ich habe jetzt überall hingetickt. Und es passiert einfach nichts. Also dieses Spiel funktioniert nicht und es haben auch viele in die Beschreibung geschrieben. Und deswegen würde ich diesem Spiel 0 Sterne geben und das ist das Schlechteste, was ich geben kann. Und jetzt kommen wir auch schon zum dritten Spiel. Und jetzt kommen wir auch schon zum dritten Spiel und das nennt sich Jurassic Sniper. Hierbei geht es eigentlich darum, dass man Dinosaurier abschießt, aber ihr seht, wie hart das buggt. Das geht einfach nicht. Dieses Spiel ist praktisch unmöglich zu spielen. Man kann einfach nicht schießen. Ich habe jetzt geschossen, ja. Was geht hier ab? Außerdem ist überall... Außerdem ist überall Werbung drin, ne? So ungefähr alle 10 Sekunden kommt Werbung. Dieses Spiel ist das Schlechteste, was ich je gesehen habe. Und ich würde euch raten, ladet es euch nicht runter. Hallo? Vor allem, man kann irgendwie nicht sterben. Man muss einfach nur die ganze Zeit schießen. Und ich würde dieses Spiel 0,5 Sterne geben. Und ich muss noch was sagen, ich kann in die Beschreibung nicht alles, also nicht alle Namen voll ausschreiben. Guck dazu, Quatsch, im Titel kann ich nicht alle Namen ausschreiben. Guck dazu in die Beschreibung, wenn ihr die vollen Namen haben wollt, wenn ihr diese Spiele auch aus irgendeinem Grund spielen wollt. Und ja, ich weiß nicht, ob wir uns heute nochmal sehen oder morgen, aber spätestens morgen kommt die nächste Folge. Und bis dahin würde ich sagen, tschüss!